Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Modern Warfare 3 Gameplay Commentary. Heute befinden wir uns auf einer noch mir jetzt nicht einfallen wollenden Map. Ich glaube Outpost oder so heißt die. Und ich spiele hier mit der G36C Standardklasse. Also schön mit Nuketube und allem, was dabei ist. Und dies ist das erste Spiel, das ich hier in diesem Spiel gemacht habe. Auf dem PC zumindest. Denn auf der Release Party von Activision war es mir natürlich vergönnt, schon vorher ein wenig an der Xbox zu zocken. Ich konnte dort aber nicht viel mitnehmen, denn ich und die Xbox, das wird nie was, Leute. Das kann ich euch garantieren. Ja, auf jeden Fall, was muss man als erstes über Modern Warfare 2,5 sagen? Ja, ganz ehrlich, Modern Warfare 2,5 trifft es ziemlich hart, aber es trifft, denn das Spiel ist natürlich recycelt ohne Ende, würde ich es mal nennen. Die haben Sachen wiederverwendet aus Modern Warfare 2, Black Ops und COD 4 und haben daraus dieses Spiel zusammengeschustert, würde man es jetzt fast nennen. Und da muss ich auch einfach sagen, das merkte man deutlich. Es gibt noch viele Anfangsschwierigkeiten, bis hin zu diversen Mausproblemen wohl. Dann der Netcode ist, sage ich mal, unter aller Sau mal wieder. Und ja, aber das kennen wir alle schon von alten IVNet, das ist ja nichts Neues. Ich denke, die Kritik, also man kann im Prinzip dasselbe diesem Spiel vorwerfen, was man schon Modern Warfare 2 in Black Ops vorgeworfen hat. Der Kinomodus scheint ordentlich Leistung zu ziehen, denn ich habe immer mal wieder einfache Hänger, dass ich komplett hängen bleibe, das Spiel für ein paar Sekunden. Das nervt natürlich übelst. Bis hin zu Sachen wie, ja, du schießt, du musst 3 Sekunden vorher losschießen, damit du den auch triffst, oder du hältst direkt drauf und da geht nichts rein und so, halt die Hitboxen sind total am Verziehen. Das, was ich alles schon mal in diesem Spiel angemerkt habe, und ganz ehrlich, Leute, das zackt aber richtig. Und ich habe trotzdem eine Menge Spaß an dem Spiel, weil es auch vieles Altbekanntes dabei ist, was Spaß gemacht hat. Und ich denke, ja, das ist so eine richtig schwierige Sache diesmal, da eine Wertung zu finden oder zu sagen, das ist gut, das ist gut, das ist besser. Und ja, das erste, was mir jetzt aufgefallen ist, die UMP, Leute, im Nahkampf, aus der Hüfte, sobald ihr ruhige Hand habt, das ist ein Monster. Das ist also schon wieder so eine Waffe, wo man echt sagen muss, aufgepasst. Ich hoffe ja, dass da noch ein bisschen was gemacht wird. Oder auch die G36C, die verschwindet beim Schießen mal wups in den Himmel. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und da muss einiges noch gebalanced werden. Also es gibt Waffen, die haben gar kaum Rückstoß. Da guckt man nach Rückstoß, da muss man richtig suchen. Und es gibt Waffen, die haben so viel davon, dass man damit nicht mehr normal zielen kann. Darunter fällt für mich zum Beispiel die G36, die dann, wenn man da noch angeschossen wird, dann wirklich im Himmel ist sonst wo. Also da geht gar nichts mehr. Aber auch so, die macht einfach zu wenig Schaden. Also da macht die M4 macht deutlich mehr. Also wenn ihr ein schönes Sturmgewehr wollt, also als Burst die Type 95 ist mein Liebling. Also die benutze ich zurzeit, die finde ich richtig gut. Also das ist sozusagen die Farmers in diesem Spiel. Und die M4A1 und die Star H. Das sind so die Waffen, die ich zurzeit gerne benutze. Ja, UMP habe ich jetzt auch mal ein paar Runden probiert. Ich werde damit weiter rumprobieren. Vielleicht auch mal Gameplay euch damit zeigen. Ich habe noch eins. Also das hier ist, wie gesagt, ein sehr schlechtes Gameplay. Zurzeit, was hatte ich jetzt zuletzt für Spiele? Ich hab noch ein 24-3 Team Deathmatch rumliegen. Ich habe einen 40-15 oder 42-15 zwei Herrschaftsspiele so in den Dreh rumliegen mit verschiedenen Waffen. Die kann ich euch auch mal zeigen. Die habe ich jetzt heute erspielt, heute Nachmittag, als ich dann zu Hause war. Denn dieses Spiel stammt noch aus dem Hotel. Und dazu muss ich sagen, im Hotel hatten wir nur WLAN mit 2 Strichen. Also ich habe hier einen Ping über 200 gehabt in diesem Spiel. Muss man dazu sagen. Ja, apropos Hotel. Jetzt werden einige sagen, wie Hotel? Wohnst du nicht zu Hause? Natürlich wohne ich zu Hause, also ich habe eine Wohnung. Aber ich sag mal so, ich war ja in Berlin bei der Release-Party. Und über die müssen wir jetzt auch mal einige Worte verlieren. Ja, wir sind dann nach Berlin gefahren, zusammen mit einer schönen kleinen Fahrgemeinschaft, also mit ein paar Leuten mehr. Das war ganz angenehm. Ich habe viele Leute aus dem Forum getroffen. Und ja, das ist schon sehr schön gewesen, so mit die Leute kennenzulernen und so. Einige Leute waren wohl vom Hotel und haben mich wohl mehrere Male knapp verpasst. Wir sind so um kurz nach 5 dann was essen gegangen. Also wir sind einmal zum, zur Siegessäule da in die Richtung losgestiefelt. Und auch Brandenburger Tor haben wir uns angesehen. Dann waren wir im Sony Center Essen beim Kangaroo E oder sowas. Keine Ahnung, ist das ein Ding. Da gab es eine Känguru-Currywurst, das mit echtem Känguru-Fleisch. Ja, wer es mag, ne? Also, war ganz angenehm. Auf jeden Fall, dann ging es abends dann los in dieses MW3 Release-Party-Gedöns, also ins 40 Seconds. Bis auf die sehr, sehr kostspieligen alkoholischen Getränke, also jetzt sag ich mal so, das Hochprozentige war alles umsonst. Konnte man also da an der Bar sich gut bedienen, wie man wollte. Da konnte man auch einige Bier reinschmeißen, Cola, da gab's alles. Also, die haben einem alles hinterhergeschmissen. Keine Angst. Und ja, dann wurde, das war so kurz nach 20 Uhr waren wir dann da,
haben uns ein bisschen an die Xboxen gesetzt, ein bisschen Singleplayer habe ich gespielt, ein bisschen Multiplayer und habe so meine Zeit halt totgeschlagen. Denn ich meine, so DJ Tomic, der ist leider nichts für mich. Mit dem konnte ich jetzt nichts anfangen irgendwie mit seiner Mucke großartig. Also es war ja hauptsächlich so Techno, Hyper, Hyper-Gedöns. Da halt, ich habe nichts gegen die Musikrichtung, ich kann sie, also ich mag sie halt nicht. Das ist aber eine persönliche Sache. Ja, da lassen wir es mal bei. Auf jeden Fall, ich habe die Zeit dann eher mit Zocken totgeschlagen und Zocken und Trinken, wie sich's eigentlich so gehört. Und dann, ja, ging es dann irgendwann gegen Mitternacht, hieß es dann immer mal wieder, ja, Stefan Effenberg ist jetzt hier, der hat dann auch irgendwann gezockt gegen ein paar Typen aus England oder so. Und hat da dann halt mit, ich glaube, richtig aus dem Sack gekriegt gegen irgendjemand aus Mailand oder so, keine Ahnung. Oh, Mailand oder Malaysia. Auf jeden Fall von irgendeinem anderen Promi hat er auch richtig auf den Sack gekriegt. Und hat im Freefall verkackt. Das habe ich aber nur so im Hintergrund gehört. Das hat mich nicht weiter interessiert. So Kader Lot soll wohl noch da gewesen sein. Die habe ich leider, oder Gott sei Dank, nicht gesehen, besser gesagt. Und ja, da waren noch ein paar andere. Frauenarzt war da. Also einige Leute halt. Und ja, ich habe dann um Mitternacht ging es dann los. Ja, jetzt 3, 2, 1, 0. Yeah, das Spiel ist draußen. Was sich ein bisschen wie ein blanker Hohn angefühlt hat, denn die Consoleros waren ja seit ein paar Tagen schon am Zocken. Da habe ich mir auch gedacht, Alter, was? Ja, ich habe dann auch angeguckt wie ein Auto. Den Typen auf der Bühne da. Dazu muss man sagen, Giga war wohl vor Ort und auch einige diverse TV-Sender. Ich glaube, Vox war auf jeden Fall da und RTL oder so. Keine Ahnung. Die konnten sich das wohl auch in den Schaden da wohl nicht über die... die wollten es auf jeden Fall nicht verpassen, sag ich mal. Die waren dann sensationsgeil. Vielleicht hat ja Katalog mal wieder irgendwie kein Höschen oder sowas. Keine Ahnung. Man weiß ja nicht, was die denken oder warum die da sind. Aber ich denke mal, auf sowas wollten die, dann sind die halt aus. Und ja, das Einzige, was so danach noch war, danach ins Hotel, nach dieser Release, dann eine MW2-Version mitgenommen und MW3-Version mitgenommen und dann ab ins Hotel, ein bisschen gezockt, oder versucht zu zocken, denn ich hatte ja die Steam-Version, also ich habe bei Steam vorbestellt schon und hatte deswegen, ja, das Spiel noch nicht freigeschaltet. Ich habe dann versucht, mich mit einem koreanischen Proxy dann auch das Spiel mir entschlüsseln zu lassen. Das hat er dann auch gemacht, so mit 500 Millisekunden, hat das halt irgendwie hingekriegt, das Spiel zu entschlüsseln, hat auch einmal den Multiplayer gestartet, aber sobald ich den Proxy dann ausgemacht habe, war auch schon wieder Schluss mit Spielen. Da hat er mich instant rausgeworfen. Deswegen war an dem Abend besoffen nichts mehr mit Spielen und das habe ich dann auch gelassen und habe mich schlafen gelegt. Ja, nächster Tag ganz unspektakulär. 8 Uhr aus dem Bett. Noch ein, zwei dann dieses Spiel hier gemacht, so direkt aus dem Bett wirklich. Das ist also ein Lazy Thursday Gaming. Und ja, hier seht ihr meinen Juggernaut. Und ja, man muss man dazu sagen, also dann haben wir uns noch angezogen, gewaschen, sind dann los. Ich habe ja mit ein paar anderen Kollegen aus dem Forum im Zimmer gepennt, eigentlich mit 4 und letztendlich waren es dann nur 3, weil einer war so hacke, der hat sich dann bei einem Forum-Mitglied dann lieber auf die Couch gelegt, der in Berlin wohnt und hat dann dort die Nacht genächtigt. Dann ging es ganz gemütlich dann zurück und ja, zwischendurch halt bei Meckes und dann war es das auch. Das war schon die ganze Geschose. Also groß, spektakulär, Neues erfahren oder so Exklusives bekommen wir nicht. Das Tolle war halt, wir haben so ein paar Gimmicks bekommen. Da muss man ja schon sagen, also so ein ganzes Spiel geschenkt bekommen ist ja schon mal viel. Kostet ja auch. Ich bin dann mit plus minus 5 Euro hin. Ich bin mit 5 Euro mehr wieder nach Hause gekommen, als ich hingefahren bin. Hab gut gegessen und allen Scheiß. Also ich bin zufrieden. War ein schönes Ding. Die Fotos kann ich euch leider diesmal noch nicht zeigen. Die sind noch nicht da. Ich habe nämlich selber keine gemacht. Die muss ich warten, dass die hochgeladen werden. Aber wie dem auch sei, das Gameplay endet hier. Und ja, das war mein erstes Fazit. Ich werde im nächsten Gameplay noch ein bisschen näher darauf eingehen und dann auch eine Wertung machen wie bei Battlefield. Ich hoffe, dass es euch gefallen und wie immer bis dann, euer Tio.